Hallo ihr Lieben, heute geht es um Schoko-Birnentorte. Ich möchte euch zeigen, wie einfach das ist, so eine Torte zuzubereiten. Alles, was man an Zutaten braucht, schreibe ich unten in die Infobox bzw. ins Rezept. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und anschließend natürlich auch beim Backen und beim Essen. Dann legen wir jetzt auch gleich los mit unserer Schoko-Birnentorte oder mit unserem Schoko-Birnenkuchen. An Zutaten zuerst brauchen wir die Butter oder Margarine. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox bzw. im Rezept im Blog zum Nachlesen. Dazu kommt der Zucker und auch gleich ein Päckchen Vanillezucker. Ihr könnt auch Vanillezucker ganz einfach selber machen, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, wie das geht. Einfach eine Vanilleschote, die ihr vielleicht für was anderes gebraucht habt, auskratzen und anschließend mit Zucker in ein Glas tun und dann habt ihr Vanillezucker. Ich muss mir neuen ansetzen, das heißt, ich muss hier neuen Zucker drauf tun und auch mal wieder neue Vanillestangen. Und das ist ein ganz toll aromatisierter Zucker. So, zuerst also die Margarine oder Butter und den Zucker schaumig rühren. Und anschließend gibt man 3 Eier dazu. Und verrührt wieder alles schaumig. Und wie bei allen Süßspeisen gibt man jetzt noch eine Prise Salz dazu. Die wird auch untergerührt. So. Jetzt geht es weiter mit dem Mehl und dem Kakao. Und zwar ist es so, damit wir keine Klumpen haben, sieben wir das Ganze jetzt da rein zu dem Butter-Eier-Zucker-Gemisch. Ich habe hier so ein Rüttelsieb. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch ein ganz normales Haushaltssieb nehmen. Und das geht damit hervorragend. Ihr könnt auch das Mehl dann ruhig schon mischen. Das macht man aus 2 Gründen. Der eine Grund, man hat keine Klumpen im Teig. Es lässt sich leichter verrühren. Der andere Grund ist, es kommt Luft mit dabei, der Teig wird lockerer. Das restliche Mehl dazu.
So, das war der Teig. Und jetzt geht es weiter mit den Birnen. Die müssen nämlich jetzt geschält, halbiert und entkernt werden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Von den Birnen schneiden wir erstmal die Stiele ab. Manchmal gehen die auch ganz einfach so ab. Da müsst ihr mal gucken, wie das bei euren ist. Spätestens, wenn wir sie halbieren, gehen sie ganz leicht ab. Ja, zum Schälen. Die einen nehmen ein Schälmesser, die anderen einen Sparschäler. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich nehme hier so einen Sparschäler, weil ich finde, das geht einfach wunderbar damit. So, was wir jetzt brauchen, ist eine halbe Birne, also schneiden wir sie schön in der Mitte durch. So schaut das aus. Dann wird der Blütenansatz abgeschnitten. Jetzt seht ihr hier dieses Band. In der Mitte vielleicht, ich will mal so, ist glaube ich besser, da fällt das Licht besser drauf, da ist es. Das muss mit raus, denn das ist hart, denn da wird ja der Stiel draus. Ich schneide jetzt hier einfach rein und nehme das Kerngehäuse raus. Manchmal hat man Glück und es sind nicht viele Kerne drin. So schaut das dann schon aus und das ist ganz gut, das reicht auch aus. Dann hat man eine entkernte Birne. Eine andere Möglichkeit ist, man nimmt einen Teelöffel und hüllt das Ganze mit einem Teelöffel aus und nimmt das Kerngehäuse raus. Das könnt ihr ausprobieren und dann macht ihr es so, wie es für euch am besten ist. Ja, das mache ich jetzt mit den anderen Birnen auch noch und dann geht es gleich weiter. Nun haben wir alles zusammen, den Teig, die Birnen und es kann losgehen. Eine Springform brauchen wir jetzt, die habe ich schon gefettet. Und da kommt jetzt der Teig hinein. Den Teig gut gleichmäßig in der Springform verteilen. In der Zwischenzeit könnt ihr auch den Backofen schon mal vorheizen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. So, und jetzt kommen die Birnen in den Teig gedrückt. Und zwar mit der Schnittfläche nach unten.
ein bisschen korrigieren. Kann man das an der Stelle immer noch? Und was ihr jetzt noch machen könnt, wie beim Apfelkuchen auch, bei Omas Apfelkuchen, ritzt die Birnen oben links ein. Das sieht einfach schöner aus nachher. So. Und jetzt kommt unser Schokoladenbirnenkuchen in den Backofen. Und zwar bei 175 Grad Oberunterhitze für ungefähr 40-45 Minuten. Ja, das ist jetzt der Kuchen, wie er aus dem Ofen kommt. Nehmt ihn noch, wenn er warm ist, gleich aus der Springform, das heißt, macht sie auf und nehmt ihn raus. Und dann könnt ihr die Oberfläche von dem Kuchen, weil das einfach für den Geschmack unwahrscheinlich lecker ist, mit Aprikosenmarmelade bestreichen. Und das macht man am besten, wenn der Kuchen noch warm ist. Das gibt einen tollen Glanz auf dem Kuchen und einen ganz, ganz tollen Geschmack. Ihr seht jetzt auch, wie schön die Birnen eingesunken sind in dem Teig. Also ganz, ganz lecker. Der Kaffee, die Kaffeetafel ist gerettet. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachher dann auch noch Puderzucker drauf tun. Das machen wir nachher. Und wie das aussieht, wenn das angeschnitten ist, das zeige ich euch dann gleich, wenn der Kuchen richtig kalt ist. So sieht der Kuchen also aus. Und hier habe ich ihn nochmal auf dem Teller, dann könnt ihr nochmal von nahen sehen. Richtig lecker. Das sind die Einschnitte. Und wie gesagt, ich habe Puderzucker drüber gestreut. Das könnt ihr nach Belieben machen. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir ja einen Kommentar da lassen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben oder den Kanal abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann bei einem der nächsten Videos auch schon wieder. Macht es gut. Tschüss.